Wie schön, dass du jetzt da bist und dir Zeit für dich und deinen Körper nimmst. Wir starten heute gemeinsam in Teil 2 meiner Rückbildungsreihe, speziell nach einer Kaiserschnittgeburt. In Teil 1 haben wir gelernt, unseren Beckenboden zu fokussieren, zu aktivieren und anzuspannen. Und heute konzentrieren wir uns auf die Schließung der Rektusdiastase. Ich empfehle dir, Teil 2 auch 2 Wochen zu absolvieren, gerne 3 bis 5 Mal die Woche. Und sobald du die Grundspannung halten, den Beckenboden fokussieren kannst und deine Körpermitte sich stark fühlt, starte gerne mit Teil 3. Dann beginnen wir jetzt gemeinsam im Fersensitz. Setz dich ans Ende deiner Matte, deine Knie sind leicht geöffnet und leg gerne deine Hände auf deinen Unterbauch. Wir gönnen uns jetzt hier zum Start noch ein paar Atemzüge, um erstmal anzukommen. Bei der Einatmung bist du ganz entspannt, richtest aber deine Wirbelsäule auf, deine Schulterblätter ziehen leicht zusammen, aber du fällst hier auf keinen Fall ins Hohlkreuz, sondern dein Rücken ist ganz gerade. Und bei der Ausatmung aktivierst du sanft deinen Beckenboden, ziehst ihn nach innen und deine Körpermitte ist stark. Und jetzt gönn dir hier noch ein paar Atemzüge, nur für dich. Und dann komm jetzt von hier in deine Kindsposition. Lass deine Hände einfach nach vorne gleiten. Atme ein hier, alles ist entspannt. Bei der Ausatmung aktivierst du deinen Beckenboden, ziehst ihn nach innen, deine Körpermitte ist fest. Du schiebst dich jetzt nach vorne, deine Schultern kommen über die Handgelenke. Und jetzt ziehst du dein rechtes Knie mit nach vorne, hältst hier kurz. Und bei der Einatmung löst du wieder auf, kommst nach hinten in deine Ausgangsposition und entspannst dich. Ausatmung, du aktivierst deinen Beckenboden, Körpermitte ist fest, schieb dich nach vorne und nimm jetzt dein linkes Knie mit. Perfekt. Und jetzt gönnst du dir hier ganz fokussiert noch ein paar Wiederholungen. Dann gönn dir hier noch eine Wiederholung. Und dann komm mit mir gemeinsam in den Vierfüßlerstand. Positionier deine Schultern in einer Linie über den Handgelenken und deine Hüfte über den Knien. Zieh deinen Bauchnabel rein, dein Core ist fest und dein unterer Rücken ist gerade. Dein Nacken ist lang und zieh deine Schulterblätter leicht zusammen. Von hier stellst du den rechten Fuß einmal nach hinten ab auf die Matte und streckst dein rechtes Bein. Du atmest ein hier und bei der Ausatmung aktivierst du deinen Beckenboden und gleitest jetzt mit dem rechten Fuß nach vorne. Du machst hier sozusagen einen Crunch, ziehst dein rechtes Knie Richtung Nase, rundest auch ein bisschen deinen Rücken. Bei der Einatmung bleibst du trotzdem stark in deiner Körpermitte und schiebst deinen rechten Fuß wieder zurück. Sehr gut. Einatmung hier, Ausatmung Crunch, ganz langsam und fokussiert. Und dann gönn dir hier wieder in deinem Atemrhythmus noch ein paar Wiederholungen. Thank you.
Zieh hier noch einmal dein Knie nach vorne. Und dann wechseln wir einfach ganz entspannt die Seite. Du bleibst in deinem Vierfüßler, positionier dich hier nochmal, fokussier dich auf deine starke Körpermitte, einen geraden Rücken, einen langen Nacken und stell deinen linken Fuß nach hinten. Bei jeder Einatmung schiebst du deinen Fuß zurück, bist entspannt und bei der Ausatmung aktivierst du deinen Beckenboden, Körpermitte ist fest. Du ziehst deinen linken Fuß nach vorne und machst dir einen kleinen Crunch. Also Knie ziehst du Richtung Nase, runde hier bis in den Rücken. Sehr gut. Und dann gönne hier noch eine Wiederholung. Und dann löse auf, setz dich mal kurz zurück, locker deine Handgelenke und lass hier deine Hände kreisen. Und dann leg dich Körpermitte schonend über die Seite auf die linke Seite, stütz deinen linken Unterarm am Boden ab und dein unteres Knie winkelst du leicht an. Jetzt stell deine rechte Hand vor dir in den Boden und dein rechtes Knie zieht Richtung rechten Oberarm. Bei der Einatmung bist du hier ganz entspannt. Bei der Ausatmung aktivierst du deinen Beckenboden, ziehst ihn nach innen, deine Körpermitte ist fest und du streckst dein rechtes Bein aktiv von dir weg. Bleibst stark in deiner Körpermitte. Einatmung, du ziehst dein Knie wieder zu dir ran, entspannst dich. Und bei jeder Ausatmung aktivierst du dich hier und streckst dein Bein von dir weg. Dann gönn dir hier noch eine Wiederholung. Und dann lass jetzt dein Bein ausgestreckt zur Seite. Fokussier hier nochmal deine starke Körpermitte. Und wir lassen jetzt unser Bein hier kreisen. Nur ganz kleine Kreise. Dann wechsel hier die Richtung. Ich weiß, es brennt. Komm, schaffst du noch ein bisschen. Noch 3, 2, 1, sehr gut und geschafft. So, dann wechseln wir einmal die Seite, komm wieder Körpermitte schonend über die Seite auf deine rechte Seite, stütz deinen rechten Unterarm auf, dein unteres Knie winkelst du leicht an, streck deine Brust hier leicht raus, du bist hier ganz groß und aufrecht im Oberkörper und zieh dein linkes Knie zum linken Oberarm. Einatmung hier. Und bei jeder Ausatmung aktivierst du deinen Beckenboden, starke Körpermitte und streck dein linkes Bein von dir weg. Moody. Oh, you big Moody.
attention, but I keep everybody at a distance. If I build it, will y'all really come? Bought all these panties, but I really don't wear none. I like boys and I like girls, but I love my baby. Some may judge, but Emmanuel is still God within me. Yeah. I don't drink liquor, but dann gönn dir hier noch eine Wiederholung. Und dann lassen wir auch auf dieser Seite das Bein nochmal kreisen. Mach deinen Core nochmal ein bisschen fester, sei aufrecht im Oberkörper und genieße hier deine Kreise. Wir bauen jetzt hier schon richtig Muskulatur auf. Dann wechsel die Seite. Nur noch 3, 2, 1. Sehr gut. Und dann atme einmal durch und wir kommen gemeinsam in Rückenlage. Leg dich ganz wichtig auch wieder über die Seite ab und stell deine Füße auf. Bei der Einatmung bist du hier ganz entspannt und bei der Ausatmung hebst du jetzt dein linkes Knie und deinen rechten Arm und du presst mit der rechten Hand von innen ganz doll gegen dein linkes Knie. Du hältst aber mit dem linken Bein dagegen. Jetzt entsteht eine riesen Grundspannung in deiner Körpermitte und du trainierst deine seitliche Bauchmuskulatur. Bei jeder Einatmung löst du hier wieder auf. Fuß und Hand kommen wieder zum Boden. Und bei jeder Ausatmung aktivierst du deinen Beckenboden, spannst die Körpermitte an, hebst dein Knie, den entgegengesetzten Arm und presst mit der Hand ganz doll gegen dein Knie. Und beobachte mal, was hier in deiner Körpermitte automatisch passiert. Dein Unterrücken drückt in die Matte, deine seitliche Bauchmuskulatur arbeitet. Dann gönn dir hier noch eine Wiederholung. Und dann löse auf. Deine Arme liegen einfach ganz entspannt neben deinem Körper. Atme ein hier und bei der Ausatmung aktivierst jetzt deinen Beckenboden, schiebst deine Hüfte nach oben, kommst also in deine Bridge-Position und diese Grundspannung hältst du hier jetzt weiter. Du atmest aber gleichmäßig weiter natürlich. Bei der Einatmung hältst du nur und bei der Ausatmung ziehst du zackig und aktiv ein Knie zu dir ran, hebst es also vom Boden. Probier die Hüfte schön weit oben zu lassen. Einatmung, du setzt den Fuß wieder ab, Hüfte bleibt oben. Ausatmung, das andere Knie zieht zu dir ran. Also bei jeder Einatmung setzt du deinen Fuß ab. Und bei jeder Ausatmung hebst du ein Knie. Perfekt.
Deine Körpermitte bleibt die ganze Zeit aktiv, dein unterer Rücken ist angespannt und dein Gesäßmuskel arbeitet hier mit. Dann gönn dir hier noch eine Wiederholung. Und dann löse auf. Dein Gesäß kommt wieder zum Boden. Wenn es angenehm ist, zieh gern mal beide Knie zu dir ran. Greif deine Knie, mach dich ganz klein und schwing vorsichtig von Seite zu Seite. Du hast das Training erfolgreich hinter dich gebracht. Ich hoffe, du fühlst dich stark, ausgeglichen und trainiert. Dann setz dich langsam über die Seite mit mir auf und komm nochmal in deinen Schneidersitz. Gönn dir hier zum Ende nochmal ein paar Atemzüge und spüre nach. Ich bin super stolz auf dich, dass du dir heute die Zeit für dich und deinen Körper genommen hast. Dass du deine Matte ausgerollt und mit mir trainiert hast. Danke für deine Zeit, danke für dein Vertrauen. Bis zum nächsten Mal. Deine Kaya.